Das heutige Video wird natürlich mal wieder unterstützt von meinem Partner OneFootball. Ladet euch die App sehr gerne mal kostenlos runter mit dem Link in der Videobeschreibung. Ihr würdet mich damit auch extremst unterstützen. Passend zur Champions League gibt es natürlich auch mal wieder News auf OneFootball. Unter anderem, warum Sevilla der absolute Albtraum ist für den BVB. Oder vieles zum gestrigen Spiel Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Und natürlich auch zu den ganzen anderen Spielen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, bei der Champions League News auszuwählen und euch dann alle Neuigkeiten über die Champions League anzugucken. Ihr habt natürlich auch die Chance, euch die ganze Zeit die Spieltage anzuschauen. Unter anderem natürlich wie immer eine Live-Ticker, Aufstellung und die Statistik. Passend zur Karriere und Borussia Dortmund habt ihr jetzt schon die Möglichkeit, hier auf Borussia Dortmund und Sevilla zu klicken, euch jetzt schon ein bisschen was durchzulesen zu der Partie. Bedeutet, ihr seid mit der OneFootball-App immer auf dem neuesten Stand, was generell Fußball angeht, Champions League, Bundesliga, Premier League und so weiter und so fort. Bedeutet, nutzt sehr gerne mal den Link in der Videobeschreibung, ladet euch die App kostenlos runter, ihr würdet mich damit extremst unterstützen und OneFootball natürlich auch und dann viel Spaß beim Part. Hey und willkommen zurück zur neuesten Folge der BVB-Karriere mit mir, euren Danny Taylor. Ich würde mich jetzt schon extrem darüber freuen, würdest du jetzt schon einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das tatsächlich unterstützt und jeglichen anderen YouTuber, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und das ist halt einfach extremst einfach für euch. Kurz minimieren, den Daumen da lassen, mega nice. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch direkt einen Kommentar da lassen. Würde mich auch extremst drüber freuen. Am besten natürlich über die Folge. Und wenn ihr nichts wisst, dann schreibt auch einfach für den Algorithmus rein. Würde mich natürlich auch freuen. Was ich mir übrigens auch extremst feiern würde, wenn ihr meine Folge von mir guckt, mich einfach mal auf Instagram markieren, das da quasi reinposten, mich einfach mal markieren, würde ich extremst feiern, macht das sehr gerne mal und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal richtig rein mit der Folge und der BVB-Karriere. Mal kurz zum Real Life BVB, es ist ja jetzt schon mehr oder weniger bestätigt, dass der Rose der neue Trainer vom BVB wird. Ich lasse mich da extremst überraschen, ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Meinung, ich finde Rose ist ein sympathischer Trainer und ich bin jetzt ehrlich gesagt extremst gespannt, ja, wie sich das dann entwickeln wird nächste Saison, aber jetzt muss man erstmal diese Saison abwarten, ob der BVB es auch schafft, in die Champions League zu kommen, das wäre schon wichtig. Apropos Champions League, wir haben im Achtelfinale tatsächlich Barcelona geschlagen, es war ein unfassbar schwieriges Spiel, nach der Hinrunde, beziehungsweise nach dem Hinspiel sah es schon so aus, als ob wir verloren hätten, aber das Rückspiel haben wir einfach 4:1 gewonnen, das war einfach der absolute Wahnsinn und danke für die ganzen Leute, die auch noch in die Kommentare geschrieben haben von euch, mega geil, das war unfassbar krasses Erlebnis und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Jetzt in diesem Part treffen wir dann heute auf Liverpool. Das bedeutet ein Zusammentreffen mit Kloppo, Danny Taylor gegen Jürgen Klopp. Das Trainerduell schlechthin. Ich glaube, das könnte auch ziemlich geil werden. Und ganz nebenbei treffen wir dann auch noch auf Gladbach im DFB-Pokal. Kann man ja mal machen. Kommt einem bekannt vor. Ist ja in echt bald auch. Und ihr habt es auch gemerkt, in der letzten Folge habe ich es gesagt, die nächste Karriere findet mit Werder Bremen statt, wo auch extremst viele Planungen tatsächlich jetzt schon laufen. Auch der Modder, der hier ja die Trikots gemacht hat, vielen Dank nochmal dafür, ist schon involviert, hat auch mehr oder weniger schon Trikots fertiggestellt, arbeitet auch an mehreren Trikots. Einfach richtig geil, wir haben da ein bisschen was vor und ich glaube, das wird ein mega geiler Karrieremodus. Die Liga sieht immer noch extrem fresh aus, 72 Punkte, der zweite Hertha aus Berlin hat nur 56, von daher bin ich damit durchaus zufrieden. Ach, im Übrigen, ihr merkt vielleicht, hier hat sich im Hintergrund ein bisschen was geändert. Das hat mich auch ein bisschen Arbeit und Nerven gekostet, das sage ich euch. Aber jetzt sieht der Hintergrund mittlerweile ein bisschen schöner aus. Sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich extremst freuen. Bellingham hat seine Entwicklung abgeschlossen und hat jetzt eine 79er Gesamtstärke. Sehr geil. Es gibt neue monatliche Scouting-Updates. Ich bin ja gespannt darauf, ob die mit dem aus der letzten Folge mithalten können. Cedric, wie spreche ich ihn jetzt aus? Ist ein Torwart, Franzose. Berger wird dann vermutlich falsch sein. Burger, keine Ahnung. Willkommen beim BVB. Krasser Typ, ganz ehrlich. Und viele von euch haben auch in die Kommentare geschrieben. Eine Stream-Karriere hier nach wäre auf jeden Fall noch geil. Deutschland ist jetzt auch niemand sonderlich interessant, von daher lassen wir das. Dann blieb nur der Franzose. Und Sache Piszczek hat mittlerweile eine Gesamtstärke von 65 nur noch. Und ich glaube, der möchte nach der Saison immer noch weitermachen. Der Junge wird niemals aufhören hier im Karrieremodus. So, Freunde, wir gehen jetzt in die Schnellsimulation gegen Augsburg. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen was gewechselt. Mehr oder weniger B11, auch wenn einige Positionen immer noch gleich geblieben sind, ist ja klar. Und deswegen, wir müssen dann Augsburg auf jeden Fall schlagen, eventuell mit einem Tor von Adeyemi. Es ist tatsächlich nur ein 2:2, das hätte nicht sein müssen. Bellingham hat im Übrigen auch von Anfang an gespielt und Bellingham hat tatsächlich ein Tor geschossen. Sehr, sehr geil. Sancho nach seiner Einwechslung ebenfalls, am Ende des Tages aber nur ein 2:2. Reicht mir eigentlich gegen eine Mannschaft wie Augsburg nicht aus, aber gut, wir haben immer noch genug Punkte Abstand zum Zweiten, also da ist alles gut. So, wir gucken jetzt mal im Monatsbericht unserer Jugendmannschaft rein und ja, was soll ich sagen, unser Cedric hier
ist schon ein richtig krasser Torwart. Hat jetzt schon eine 66er Gesamtstärke. Das ist richtig, richtig stark. Werde jetzt eh wieder ein bisschen wechseln, wie ich meine, wie wir gegen Liverpool am besten klarkommen werden. Sind im Signal Iduna Park angekommen und ich weiß nicht, ob das jetzt so viel einfacher wird als gegen Barcelona im letzten Part. Jetzt sind wir im Viertelfinale und ich glaube, es wird unglaublich schwierig gegen Liverpool. Beide Mannschaften mit einem ähnlichen Spielstil, würde ich mittlerweile sagen. Also vor allem hier, wie ich Dortmund spiele, auf frühes Pressing und mit Tempo nach vorne arbeiten. Heißt, einfach wird es vermutlich wirklich nicht. Und natürlich trifft der BVB hier auf, ja, Jürgen Klopp, einem Trainer, den man, glaube ich, ja, seitdem er weg ist, hinterher trauert. Und ich verstehe es. Jürgen Klopp ist ein geiler Trainer, ohne Witz. Ihr seht, wir spielen mit unserer mehr oder weniger besten Mannschaft. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ich habe mich für Klostermann entschieden, weil er mir in der Linksverteidigung in letzter Zeit sehr gut gefallen hat. Und heute Gomez und Can in der Innenverteidigung liegt einfach daran, dass das unsere beiden schnellsten Innenverteidiger sind. Gomez trifft hier auf seinen Ex-Verein Liverpool. Und die Mannschaft ist einfach so schnell vorne, also Liverpool, weswegen ich heute auch mit Can geplant habe statt Zagadou. Ich kann natürlich immer noch hin und her wechseln zur Not. Und wir sehen, Liverpool hat sich über die Jahre nicht viel verändert. De Vrij ist neu, Groß ist neu, ansonsten sind die verdammt gleich geblieben, muss man sagen. Haben dann keine große Einkaufstour gemacht, ist okay für mich, sollten wir stärker sein. Ansonsten bin ich jetzt extremst gespannt hier aufs Hinspiel. Bedeutet natürlich hart konzentrieren und am Ende des Tages hier gewinnen und Liverpool am besten nicht ein Tor erlauben. Henderson immer noch Kapitän. Da macht das Klostermann nicht gut. Und das ist das 1-0 für Liverpool. Das ist doch jetzt ein Witz, Alter. Oh mein Gott, wie kann denn ein Matchplan so beschissen starten? Gott, Alter, da kommt der Pass durch. Zakaria stört zu spät. Klostermann nicht beim Mann. Und warum ist Mané so unglaublich frei? Und warum gewinnt... warum ist da kein Innenverteidiger von uns, um das Kopfballduell zu gewinnen? Oh mein Gott, Alter. Und damit hat Liverpool ein Tor. Auswärtstor. Egal, wir lassen uns jetzt nicht hier mental brechen oder so. Ruhiges Gegentor bedeutet, wir haben noch genug Zeit, das Spiel zu drehen. Vielleicht können wir jetzt einfach mal Haaland losschicken. Das sieht gut aus. De Vrij ist zwar da, aber Haaland hat einen kranken Abschluss. Haaland hat einen kranken Abschluss und beweist das hier. Abschluss 99. Alter, das ist so krass. Der ist so ein Biest, ne? Und ich glaube eigentlich der beste Stürmer, den ihr hier in ganz FIFA haben kannst, ganz ehrlich. Vor allem mittlerweile mit einer 95 Gesamtstärke. Der ist schnell, der ist körperlich krass, der trifft, der ist beidfüßig mittlerweile, der trifft einfach alles. Es ist so heftig einfach, nur perfekt. Damit direkt wieder ein Unentschieden rausgehauen. Wenn wir uns jetzt weiter konzentrieren, sollte es an für sich ganz gut funktionieren heute. 1-1 reicht natürlich für uns nicht. Wie gesagt, das Auswärtstor hat einfach zu heftige Auswirkungen. Weswegen wir am Ende des Tages definitiv gewinnen müssen. Jetzt die Flanke auf Haaland. Boah, geil von Alisson Becker. Ja, das war schlecht geklärt und dann ist da Mo Salah und der Ball ist drin. Das geht halt voll auf meine Kappe. Unglaublich schlecht geklärt an dieser Stelle. Und Salah nutzt sowas dann halt natürlich. Ne, Onana, ja, reagiert dann nicht mehr. Er hat wahrscheinlich gesehen, da ist nichts zu machen. Haaland. Boah, Alisson Becker. Wir sind in der Halbzeit. Es steht 2-1 für Liverpool. Das bedeutet, am besten müssen wir eigentlich jetzt noch 2 Tore schießen. Ist aber nicht einfach, weil Liverpool macht manchmal nicht viel. Und am Ende des Tages machen sie dann ein Tor. Auf Salah. Was war das? Was war das? Ohne Witz. Warum geht weder Wan-Bissaka da richtig zum Kopfball? Und ich glaube, Emre Can war der andere. Warum machen die das nicht? Alter. Da musst du doch einfach nur normal zum Kopfball hochsteigen, als ob dann Firmino eine Chance hätte, den Kopfball zu gewinnen. Was zur Hölle? Ich meine, das war stark gespielt, klar. Mo Salah bringt die Flanke halt auch perfekt. Aber Wan-Bissaka ist eigentlich schon mehr oder weniger davor und Emre Can läuft irgendwo um nirgendwo rum. Alter, Finne, ey. Das ist doch schon wieder, das ist ja noch schlimmer als gegen La Barcelona. Wir wechseln dreimal. Neuhaus geht raus für Bellingham, Marco Reus kommt rein für Depay und Zagadou kommt rein für Emre Can. Weil mein Plan so ungefähr gar nicht aufging. Vollkatastrophe, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ach, Wan-Bissaka, hey. Und dann Mo Salah und jetzt ist da Onana. Okay. Toni Kroos. Oh Gott sei Dank. Haaland. Ja, Mann, das ist der weitere Anschlusstreffer. Perfekt. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten, um mindestens ein Tor zu machen. Es wird nicht einfach, aber es muss möglich sein. Boah, Alter. Ey, es ist der Wahnsinn, wie flink die da vorne sind. Ich habe richtig Probleme mit meinen Verteidigern, ohne Scheiß. Nachspielzeit vorbei, wir verlieren 3-2. Liverpool hat einfach mal 3 Auswärtstore geschossen. Das bedeutet, wir sollen das Rückspiel 2-0 gewinnen. Und das wird schwierig, weil Liverpool spielt echt krass. So Leute, wir gehen jetzt in die Schnellsimulation gegen Hannover 96 und wir haben eine etwas andere Mannschaft gerade spielen, weil wir haben dann nur noch 2 Tage Pause bis zum Liverpool-Spiel. Das bedeutet, unsere Spieler müssen dann 100%ig fit sein und dann spielen wir nun unentschieden gegen Hannover 96. Wir sind gerade in echt
keiner guten Phase. Das einzig Geile ist, Wirtz hat tatsächlich getroffen. Und dann kommt jetzt auch schon das Rückspiel gegen Liverpool. Das wird krass. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder ein Wunder brauchen, um weiterzukommen in der Champions League. Ich kann auch nicht Woche für Woche ein Wunder liefern. Aber Leute, es ist soweit. Nach gefühlt 1000 Jahren hat Saka endlich erreicht, Linksverteidiger zu werden. Und damit ist Saka endlich Linksverteidiger. Wie geil ist das denn? Hat zwar immer noch eine 80er Gesamtstärke, aber endlich ist der Linksverteidiger. Hat ja lange genug gedauert. Lernt jetzt auch den defensiven Flügelverteidiger, damit er halt auch die Arbeitsrate defensiv hochgeht und er quasi die komplette Linie hoch und runter rennt. Okay, man sieht jetzt schon, dass Liverpool ein bisschen anders spielen wird als im Hinspiel. Unter anderem spielt jetzt Kimpembe und nicht De Vrij groß auf der 6 und Neves im 8er Bereich. Okay, ich wechsle jetzt auch nochmal ein bisschen was. Unsere Aufstellung sieht heute folgendermaßen aus. Wir spielen heute tatsächlich mit Saka in der Linksverteidigung, da er es endlich geschafft hat, Linksverteidiger zu werden. Und die größte Überraschung vielleicht, wir spielen mit Hummels von Anfang an. Heute neben Joe Gomez. Warum Hummels? Er hat mich in der Vergangenheit eigentlich recht selten enttäuscht. Hat zwar die schlechteste Gesamtstärke unserer Innenverteidiger, allerdings ist er halt immer noch Mats Hummels und ich glaube an den Jungen. Ich spiele heute mit Pulisic und jetzt Leute, das ist die Mannschaft, mit der wir die Wende schaffen, mit der wir es schaffen, am Ende des Tages weiterzukommen in der Champions League, auch wenn es unfassbar schwierig werden wird. Aber ganz ehrlich Leute, wir haben schon mal ein Wunder geschafft. Warum nicht auch nochmal ein zweites und das diesmal in England? Volle Konzentration und ich meine, ein 0-2 müsste uns reichen. Aber am liebsten gewinne ich auch ein bisschen höher und Liverpool darf halt wirklich kein Tor schießen. Dann wird es wieder richtig schwierig. Aber ich kann mir, die werden wahrscheinlich auch das Spiel gegen Barca gesehen haben und auch gesehen haben, dass wir auch in einem Rückspiel alles geben und sich wahrscheinlich ein bisschen besser konzentrieren. Macht da richtig gut über links aus, kriegt der viel Platz. Und jetzt der lange Pass auf Pulisic. Und der... Oh, der Ball kommt rüber und es ist tatsächlich das wichtige 1-0 für uns durch Erling Haaland. Aber was war denn das für ein Konter? Warum hatte Marco Reus da so viel Platz? Und dann einfach Pulisic schicken, der halt auch unglaublich schnell ist. Und dann nochmal rübergelegt auf Haaland und somit das 100%ige Tor gemacht. Perfekt. Hat sich ja schon mal gelohnt, Reus und auch Pulisic spielen zu lassen und Haaland spielen zu lassen. Lohnt sich sowieso immer. So, damit haben wir einen kleinen Teil schon mal erfüllt. Auch wenn es natürlich nicht reicht. Sancho kriegt jetzt eventuell die Möglichkeit. Liverpooler sind weit aufgerückt. Jadon Sancho dann alles am Becker. Der ist natürlich auch ein unfassbar krasser Torwart. Aber guter Beginn von uns. Wie wär's mal heute mit keinen individuellen Fehlern? Und das war schon wieder einfach nur dumm. Stark. Hummels, wie er den abdrängt. Wäre wahrscheinlich sonst gefährlicher aufs Tor gekommen. Alter, Hummels legt los wie die Feuerwehr hier. Oh mein Gott. Warum mache ich so dumme Fehlpässe die ganze Zeit? Was ist das denn? Ich hab's auch nicht verdient, ne? Ich hab's halt auch eigentlich verdient. Warum mache ich sowas, Alter? Das ist der zweite Fehlpass und ich sag kurz vorher, warum mache ich die ganzen dummen Fehlpässe, Alter? Das Problem ist, ich will immer versuchen, spielerisch rauszukommen, weil ich dann auch der Meinung bin, okay, unser Spieler kriegt den Ball da hundertprozentig. Aber nein, es ist halt FIFA. Die Spieler drehen sich halt manchmal einfach zu spät um, ey. So eine Kacke, ganz ehrlich, das ist das 1-1. Ich hasse es, dass ich den Ball immer ordentlich rauspassen will, ey. Ja, der hätte Hummels aber auch ganz scheiße ausgesehen, ganz ehrlich. So, Sancho. Kriegen wir den... Oh mein Gott, der Ball verhungert einfach. Was war das denn? Alter. Stark von Neuhaus. Welcher Schiri der Welt würde da abpfeifen? Willst du mich verarschen oder so? Ey, ganz ehrlich. Kriegst du den Ball richtig gut mit Neuhaus. Rennst mehr oder weniger alleine aufs Tor zu. Kannst vielleicht den entscheidenden Pass spielen. Der Schiri denkt sich, ich pfeife jetzt ab oder was? Ja, genau. Als ob, Alter. Was zur Hölle war das denn? Warum kriegt denn der Reus nicht den Ball? Alter, ich krieg's kotzen, Alter. Ich. So, jetzt komm schon. Kapitän. Ey, was soll ich noch machen? Ey, was zum Teufel soll ich noch machen? Ey, ganz ehrlich, was ist das denn? Haaland, ey. Ey, dieses Spiel will gerade nicht, dass ich ein Tor schieße. Das ist doch scheiße, Alter. Ey, ich krieg's kotzen. So, Depay, der mittlerweile über links außen spielt am Ball. Ich habe keinen Bock mehr, ne? Ganz ehrlich, ist doch scheiße. Brand kommt jetzt fürs zentrale Mittelfeld rein. Ey, ey, das ist so eine Rotze, ne? Hey, ein Tor, endlich. Marco Reus trifft. 2-1 für den BVB. Meine Fresse, ey. Ich hätte schon so viele Tore schießen können. So viele Tore, ne? Es ist der Wahnsinn. Ey, ich krieg's kotzen. Jetzt fehlt uns noch ein Tor. Warum? Ich hab den Spieler nicht bekommen. Oh mein Gott.
Ist doch scheiße. Ey, die kriegen die einfachsten Pässe gerade nicht gebacken. Was ist das denn, Alter? Liverpool gewinnt durch Auswärtstorregel. Ja, weil ich scheiße verteidigt habe und FIFA nicht wollte, dass ich Tore schieße, Alter. So eine Kacke. Wir gehen jetzt im Übrigen in die Schnellsimulation gegen Wolfsburg. Und Leute, tut mir leid, ich bin gerade echt nicht gut drauf. Also, ey, ganz und gar nicht. Immerhin haben wir mal wieder in der Bundesliga gewonnen. Wird auch mal wieder Zeit. Jetzt DFB-Pokal-Halbfinale gegen Gladbach. Nur noch der Double ist drin. Ey, ich bin so... Alter. Ey, das ist so scheiße. Ich fühle mich so ungerecht behandelt. Das ist der Wahnsinn, ne? So, Leute. Ihr seht jetzt die Mannschaft fürs Halbfinale gegen Gladbach. Wir spielen heute wieder mal mit Hummels in der Innenverteidigung. Der hat mir gegen Liverpool an für sich ganz gut gefallen. Und vielleicht die größte Überraschung. Brandt, wo er mittlerweile auch ein echtes Öfteren spielt, heute auf der 8 neben Kamavinga. Zakaria fällt nämlich tatsächlich aus, rotbedingt. Depay im linken Mittelfeld und Marco Reus auf der 10. Und Leute, jetzt geht's los. Ich bin ehrlich zu euch. Am liebsten würde ich gerade FIFA nehmen und irgendwo gegen die Wand klatschen. Ich bin gerade so sauer auf das Spiel. Das ist der Wahnsinn. Oh, Haaland. Hauen einfach rein. Meine Fresse, ey. Wir treffen das Tor schon wieder nicht. So, Saka. Mit der Flanke. Warum? Okay, geht auch. Ich dachte erst, warum nicht auf Haaland? Allerdings kommt die Flanke perfekt auf Sancho. Und Saka zeigt uns, warum er künftig ein unserer Linksverteidiger werden soll. Beziehungsweise mittlerweile auch endlich Linksverteidiger ist. Und Sancho zeigt uns, wie krass der diese Saison einfach performt. Schön Volley aus der Luft genommen. Depay auch sehr gut zu Saka gespielt. Dann die perfekte Flanke, ganz ehrlich. Und dann, geil. Kann man machen. Lukaku. Hummels, Alter, das wäre es wieder gewesen. Das wäre so typisch FIFA-Rad gewesen bei mir, ne? Stark, Depay, jetzt der Schuss und es ist tatsächlich Sommer im Tor. Wo sind seine Haare hin? Jo, wir müssen leider verletzungsbedingt tatsächlich Haaland auswechseln. Der ist anscheinend einmal falsch aufgetreten und jetzt kommt Adeyemi für ihn in den Sturm. Ist zwar Qualitätsverlust, aber ich muss sagen, Adeyemi lässt sich bei FIFA unfassbar geil spielen. Von daher, ja, lieber mal Vorsicht nehmen bei Haaland, beziehungsweise vorsichtig sein und Adeyemi frühzeitig einwechseln. Alter, geiler Pass. Ach, guck mal, da ist Adeyemi. Ach, guck mal, da ist Adeyemi, der macht direkt der 2:0. Starker Pass von Delaney. Oh, das war stark von Hummels, Alter. Geil. Ah, das war... Boah, Birki, gut gehalten. So, Hummels. Das war nicht so gut. Okay, Gladbach macht Druck. Ja, aber die Halbzeitführung ist auf jeden Fall verdient, auch wenn man sagen muss, ich bin und bleib einfach kein Ballbesitzspieler, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt direkt in die zweite Halbzeit rein. Ich muss sagen, Brandt gefällt mir auf der 8 extrem gut. Eventuell plane ich da künftig auch ein bisschen mehr mit ihm. Wir gucken einfach mal, wie sich das alles entwickelt. Depay über links macht es halt auch nicht verkehrt. Depay kannst du halt immer spielen lassen, ist ein krasser Dude. Ja. Oh, was ein... Alter, das war ja so perfekt. Und Adeyemi einfach mit dem Doppelpack. Holy shit, und ihr merkt vielleicht, ich kommentiere ein bisschen ruhiger, weil ich mich immer noch runterholen muss, weil im Triple-Traum, der Traum vom Triple, was auch immer, ja, ist gescheitert und das nervt mich halt immer noch extremst, vor allem wie das ganze Rückspiel gegen Liverpool einfach lief. Deswegen, ich freue mich hier gerade gegen Gladbach 13:0 zu führen, aber es tut halt immer noch unfassbar weh. 4:0 gegen Gladbach, das sieht doch schon mal relativ gut aus, würde ich mal behaupten. Ich habe echt Schwierigkeiten gegen echt starke Mannschaften. Das hat man gegen Barca gesehen und auch gegen Liverpool. Ich weiß nicht, ob meine Konzentration einfach noch nicht hundertprozentig da war. Ich habe da halt viele dumme individuelle Fehler gemacht. Und ey, manche Dinger, die hundertprozentig hätten reingehen müssen, sind halt auch nicht reingegangen. Ach, volle Katastrophe, ganz ehrlich. Schöner Pass auf Christian Pulisic. Und ist das 5:0. Sehr geil. Christian Pulisic vorhin eingewechselt, macht hier direkt das Tor. Schöner Pass von Kamavinga auch, kann man echt nicht anders sagen. Und da macht es Pulisic halt einfach perfekt, auch wie er durchgestartet ist. Besser kannst du es halt in dem Moment einfach nicht machen. Und Leute, wir springen jetzt auch bis zum Endergebnis. Ich denke mal, dass wir gewinnen, ist relativ klar. Und ich muss auch sagen, wen ich echt gut fand, Hummels. Der zeigt derzeit auch in der Innenverteidigung wieder, was er kann. Ich muss auch sagen, ich war von vielen Innenverteidigern in letzter Zeit sehr enttäuscht. Von daher ist das schon ganz gut, dass er da derzeit immerhin reißt. Tatsächlich fehlt Haaland jetzt für 4 Wochen. Das ist eine lange Zeit. Aber gut, Adeyemi hat bewiesen, dass er es ganz gut kann im Sturm. So Leute, wir gehen jetzt in die Schnellsimulation gegen Leverkusen. Und ihr seht, Wirt spielt heute von Beginn an. Und Kamavinga immer noch, weil ich vergessen habe, ganz ehrlich, Zakaria einzuwechseln. Aber ist scheißegal, wir gewinnen 2:0. Die Tore von Sancho und natürlich auch Memphis Depay. Sehr geil. 2:0 gegen Leverkusen geht immer. 16 Punkte Vorsprung, wir sind schon safe Meister. Definitiv. Das Meisterrennen haben wir schon für uns entschieden. Halt in den restlichen 4 Spielen können sie nur noch 12 Punkte holen. Ist ein bisschen schwierig, dann 16 Punkte aufzuholen. Von daher, Glückwunsch an uns. Wir haben die Meisterschaft gewonnen. Immerhin, aber es
tut immer noch unfassbar weh, dass wir die Champions League nicht erreicht haben. Ich habe jetzt auch leider nicht hundertprozentig darauf geachtet, dass wir jetzt schon hundertprozentig Meister sind. Deswegen haben wir vermutlich die Meisterfeier leider verpasst. Aber hey, haben wir ja letztes Jahr gesehen und passt zu meiner Enttäuschung irgendwie ganz gut. Das DFB-Pokalfinale findet dann gegen Fortuna Düsseldorf statt. Bedeutet, Düsseldorf hat sich gegen Hertha BSC durchgesetzt. Alter, wie krass ist das denn einfach nur? Tatsächlich, die haben 2:1 gegen Berlin gewonnen. Bedeutet, das war jetzt tatsächlich der vorletzte Part. Sollte euch der Part gefallen haben, zeigt es gerne anhand von einem Daumen nach oben. Wirklich mega freuen. Und ich weiß, jetzt irgendwie traurig, dass wir am Ende des Tages die Champions League, ja, am Ende dieser Saison hier nicht mehr gewinnen werden. Enttäuscht mich, glaube ich, selbst am meisten. Ihr könnt mir trotzdem mal eure Meinung über die Folge sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde ich mich extremst drüber freuen. Wie gesagt, eventuell geht die Karriere weiter in einem Stream-Format. Gucken wir mal, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke mal, das kann man ganz gut machen, denn das Triple will ich immer noch hundertprozentig gewinnen. Finde ich einfach mega geil. Dann lasst einen Kommentar da, eure Meinung dazu. Sehr gerne in die Kommentare und dann natürlich auch sehr gerne bei OneFootball vorbeischauen. Wie gesagt, die App ist komplett kostenlos. Schaut bei Instagram von mir vorbei und natürlich dann auch bei Twitch und postet sehr gerne bei Instagram, dass ihr die Folge gesehen habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und damit ciao.